Mit diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie neue Mitarbeiter anlegen können. Neue Mitarbeiter sollten über den Mitarbeiter 100 Supervisor angelegt werden. Der Mitarbeiter 100 ist in seinen Rechten nicht limitierbar und demnach für den Kanzleiinhaber reserviert. Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter anlegen möchten, öffnen Sie Stotax als Mitarbeiter 100. Unter Arbeitsplatz Mein Stotax gibt es die Ordnergruppe Mitarbeiterverwaltung. Dort können Sie mit einem Klick auf Mitarbeiter sofort eine Liste all Ihrer Mitarbeiter einsehen. Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter anlegen möchten, klicken Sie in der Ribbon Bar auf die Schaltfläche Neu. Es erfolgt die Abfrage zu den Stammdaten eines Mitarbeiters. Vergeben Sie dazu bitte eine dreistellige Mitarbeiternummer sowie Anrede, Name, Vorname und gegebenenfalls eine Kurzbezeichnung. Automatisch werden alle Mitarbeiter erstmal für alle Programme in allen Praxen freigegeben. Auch werden alle Mandanten für diesen Mitarbeiter freigegeben. Sofern Sie einen Mitarbeiter in seinen Rechten beschränken wollen, damit er beispielsweise den Praxismandanten nicht öffnen kann, gehen Sie bitte auf die Schaltfläche Mitarbeiterfreigabe. Auch dort erhalten Sie den Hinweis, dass nur der Mitarbeiter 100 Mitarbeiterfreigaben bearbeiten kann. Betätigen Sie die Schaltfläche Ändern, um eine Liste der Mitarbeiterfreigaben zu öffnen. Hier können Sie selektieren zwischen einer Programmfreigabe und einer Mandantenfreigabe. Wählen Sie den entsprechenden Mitarbeiter, den Sie limitieren wollen, aus und Sie können dann hier über die Untermenüs entweder ganze Menüpunkte deaktivieren. Damit kann in dem Fall die Mitarbeiterin Kleber nicht mehr in die Systemeinstellungen gehen. Speichern Sie den Vorgang, um diesen abzuschließen.